Ich bin Sportredakteur Daniel Ruppert und heute bin ich wieder Rupp in Gefahr. Diesmal bin ich bei den Raptors Cheerleaders der BG Litzendorf im Landkreis Bamberg. Sophia, ich war mir sicher, wenn ich hierher komme, dass ich der einzige Mann bin. Und was muss ich feststellen? Da ist schon einer. Richtig. Man muss dazu sagen, Cheerleading kam ja ursprünglich aus den USA und war früher eine reine Männersportart und wurde aber dann in Deutschland, als es bei uns ankam, natürlich mehr darauf ausgelegt, dass mehr Frauen den Sport machen, einfach weil es sich halt schön anschauen lässt, sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Und ist er der erste Mann bei euch, der einzige Mann? Nein, also man muss sagen, wir hatten vor einigen Jahren schon mehrere. Also wir hatten auch wirklich mal 3 oder 4 Männer auch im Team, auch bei unserem Junior-Team, bei den Lions. Und da war er zum Beispiel auch schon Teil vom Team, hat dann aber zwischenzeitlich aufgehört und ist jetzt aber vor kurzem wieder eingestiegen, worüber wir sehr, sehr froh sind. Zu welchen Anlässen macht ihr Cheerleading? Also wir selber sind vor allem bei unseren Basketballmannschaften natürlich von der BG Litzendorf, außerdem noch beim TTL Basketball und beim TSV Breitengüßbach und dann natürlich unsere 2 ganz großen Events im Jahr sind immer die Kirchweih in Litzendorf und der Fasching in Wermelsdorf. Meisterschaften auch? Eher weniger zur Zeit. Also wir waren das letzte Mal auf der Meisterschaft 2013, haben aber schon mal vor, irgendwann nochmal zu gehen. Obwohl, also entweder als Team oder dann in den verschiedenen Groupstunts, das gucken wir dann einfach mal. Aber es steht auf dem Plan. Wir haben das Ganze jetzt ohne Weichbodenmatten gemacht, also die Gefahr besteht ja, dass man auf den Boden fällt. Ja. Was ist sonst noch so mit Verletzungen? Gut, die Standard-Cheerleader-Verletzung bei uns war eigentlich immer die gebrochene Nase. Gerade weil halt eben auch viele Ellbogen mit im Spiel sind oder doch mal ein Fuß mehr in die Richtung vom Gesicht geht. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich mehr blaue Flecken, vielleicht mal eine Prellung oder irgendwas. Viel gebrochen, muss ich sagen, echt toi 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 haben wir zum Glück nicht. Aber wie gesagt, wenn, dann ist es meistens die Nase. Thank you.
gerade bei den Raptors Cheerleaders mittrainiert. Mein Herz schlägt immer noch ganz schön hoch. Hoch ist das richtige Stichwort. Ich wurde ziemlich nach oben geworfen. Die Mädels waren auch überrascht, wie hoch ich fliege, aber bei mir ist halt nicht so viel dran. War echt aufregend, auch teilweise anstrengend. Körperspannung halten, geht in die Knie, geht in die Oberschenkel, auf den Schultern, wenn man die Mädels trägt mit den Schuhen. Wurde mir auch schon gesagt oder prophezeit, dass ich morgen vielleicht Muskelkater habe. War auf jeden Fall richtig coole Geschichte, war spannend, aufregend, mit Adrenalin und hat mir super viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Sophia, ich habe schon gehört, ich bin die neue Top. Ja. Oder der neue Top. Bin ich wirklich eingestellt? Ja, gerne. Also wenn wir mal Aushilfen brauchen, du bist gerne jederzeit eingestellt. Falls du mal Bock hast, vorbeizukommen, jederzeit gerne. Hat Spaß gemacht, hast dich gut angestellt. Kompliment. Wo habe ich noch Verbesserungspotenzial? Gut, ein paar Kleinigkeiten, wo wir bei Basic gesagt haben, mit dem ein bisschen mehr auf die Zehen oder das mit dem Arme nach oben ziehen. Aber ansonsten hast du dich im Großen und Ganzen echt gut angestellt. Und ich habe es überlebt. Ja, genau.